Hallo Leute, hier ist der Full Dive Games. In diesem Video werde ich euch einmal kurz die NPL 2016 vorstellen. Gut, was ist denn die NPL? NPL steht kurz für die Nationale Pokémon Liga und ist ein Teamturnier, wo sich die Besten der Besten Ibiza Board, zumindest im Simulatorenbereich, zusammenfinden und dann gegeneinander spielen. Wie funktioniert das Ganze? Es gibt einmal eine Spieleanmeldung und eine Manageranmeldung. Die Manageranmeldung ist dafür da, dass sich Leute, die extrem erfahren sind, für einzelne Teams bewerben und dann vielleicht sogar ein Team leiten können. Diese Manager werden dann aber allerdings nicht spielen, sie werden das Team eher leiten. Die Spieler werden, wie offensichtlich hier auch schon steht, in der Spieleanmeldung sich anmelden. Diese Spieler können später von Managern in einer Live-Auktion gekauft werden. Das heißt, man bietet zum Beispiel einen Spieler an für einen Startwert 500 und dann können andere Manager darauf bieten und so werden dann Spieler für ein Team gekauft. Das wird dann so lange gemacht, bis entweder die Manager kein Geld haben oder so viele Spieler haben, dass es sich nicht mehr lohnt weiterzumachen oder alle Spieler aufgekauft sind, was natürlich ein sehr interessantes Ende wäre, aber das wird, denke ich mal, nicht passieren. Und das ist im Großen und Ganzen der Ablauf. Es wird zuerst eine Hinrundenphase geben, würde ich es mal so bezeichnen. Das heißt, jedes Team wird mal gegen jedes Team kämpfen und danach folgt die K.O.-Phase, wo der Bestplatzierte aktuell vom Punktestand direkt weiter im Finale ist und der zweite und dritte Platz müssen noch ausfechten, wer jetzt genau ins Finale kommt. Vierte, fünfte, sechste hat leider dann Pech gehabt, aber sie haben vermutlich trotzdem mal eine gute Arbeit geleistet. Gut, dann schauen wir uns mal einfach mal die Spieleranmeldung an. Hier sehen wir zum Beispiel schon mal eine Anmeldung von Funky. Die ist gerade erst reingekommen. Hier sehen wir, er hat sich mit dem Vorname beworben, mit dem Showdown-Name, die Tiers angegeben, alternative Tiers und Abwesenheiten. Das heißt, mit dem Vorname gibt man den Vorname ein, das hat er richtig gemacht, hier mit Funky. Den Showdown-Name, das ist euer Name, wie er auf PokémonShowdown.com heißt. Die Tiers sind die Tiers, die ihr spielen wollt. Zum Beispiel, er möchte hier Oras OU, Oras UU, Oras RU und Black and White OU spielen. Aber ihr könnt natürlich auch alternative Tiers eingeben. Das heißt, ihr wollt jetzt nicht unbedingt Oras NU, DBP OU oder Alifi OU spielen. Aber ihr könnt es. Also gebt es einfach mal an. Zum Schluss ist es für Managers natürlich wichtig anzugeben, wann seid ihr überhaupt da. Weil die Manager müssen natürlich auch planen, wann ihr spielen sollt. Und wenn ihr das natürlich hier nicht angegeben habt, dann gibt es nachher Ärger. Also gebt einfach zum Beispiel an, wenn ihr jetzt zum Beispiel Ende Oktober nicht da seid, dann schreibt es einfach da rein. Dann wissen die Manager Bescheid und dann gibt es nachher keinen Ärger. Die Spielanmeldung sieht an sich so aus. Hier ist nochmal kurz eine Vorlage gemacht. Hier wird nochmal alles erklärt, wie das Ganze funktioniert mit der Anmeldung. Und was sehr wichtig ist, die Anmeldung ist bis zum 25.09.2016 geöffnet. Falls ihr den Termin verpasst, dann habt ihr da leider Pech gehabt. Da kann ich euch leider auch nicht mehr helfen, aber ihr habt auf jeden Fall auch nicht genug Zeit, wenn das Video hochkommt, das noch zu erledigen. Wichtig ist außerdem, dass die Tiers Oras OU, Oras UU, Oras Ubers, Oras AU, Oras NU, Doubles OU, Black and White OU, DPP OU und ADV OU bisher gespielt werden. Übrigens Black and White OU, DPP OU, ADV OU, das sind alles Gen 5, Gen 4 und Gen 3. Wichtig ist hier, dass nicht jeder Modus garantiert werden kann. Da es nur 8 Spiele pro Spieltag für jedes Team geben wird, kann es gar nicht sein, dass wir diese ganzen neuen Tiers unterbringen. Im Moment sieht es vielleicht danach aus, dass wir ADV OU raushauen oder Generation 3 OU. Aber das ist alles noch in den Sternen. Da wird man mal sehen. Schreibt es einfach rein und dann werden wir sehen, je nachdem, wer sich wo angemeldet hat, was für Tiers wie nachher anmelden. Natürlich ist es eine Sache mit der Spieleranmeldung. Wenn ihr bekannt seid, werdet ihr eher gekauft. Was ist jetzt die Sache, wenn ihr nicht bekannt seid? Kann man dann überhaupt noch gekauft werden? Dazu stelle ich euch die Manager-Anmeldung vor. Das sind die Anmeldungen für Manager. Ihr könnt natürlich auch ein Manager sein, wenn ihr erfahrener seid. Aber die Sache ist, die Manager, man sollte eher nur Manager sein, wenn man genau weiß, wer welche Person ist in dieser Bot zum Beispiel. Wenn man jetzt zum Beispiel die Spieleranmeldung durchsieht und sieht, okay, ich weiß, was zum Beispiel hier Decode kann, ich weiß, was Tostos kann, ich weiß, was Astrainer Marco kann, dann sollte man vielleicht Manager werden, sonst vermutlich nicht. Und man sollte auch etwas Erfahrung mitbringen, da die Spiele auch mit sehr vielen Fragen zu einem kommen. Und dann sollte man auf jeden Fall auch ein guter Leiter sein und ihnen die Fragen beantworten. Okay, aber wir waren bei der Frage, was kann man machen, wenn man noch keine Ahnung hat. Und dazu schauen wir uns einfach mal an, wer sich bisher angemeldet hat. Das bin einmal ich, übrigens die Manager-Anmeldung ist bis zum 23.09.2016. Das bin zum Beispiel einmal ich mit dem Team Betens Viplooms, also die Valian Viplooms. Dann haben wir Escalope mit seinem Co-Manager Freestyler King, hier Luca, also Luke,
überlegt, sich ein Team zu übernehmen, und zum Beispiel Sensory mit seinen Magikarps oder Shockwave mit den Gengars. Was sie machen können, ist, diese Leute anzuschreiben und ihnen sogenannte Tryouts anzubieten. Diese Tryouts bedeutet, dass ihr einfach mal gegen sie kämpft, damit sie genau einschätzen können, was ihr könnt. Dazu müsst ihr dann nicht bekannt sein, und wenn ihr zum Beispiel dann besonders gut seid und herausstecht, dann werden sie vielleicht zum Beispiel sagen, okay, ich überlege mir, dich zu kaufen, und dann habt ihr auf jeden Fall dann eine Chance, trotzdem in der NPL zu sein, obwohl ihr vielleicht nicht so bekannt seid wie vielleicht wer anders. Natürlich werdet ihr nicht so teuer weggehen, aber es ist vielleicht sogar doch ziemlich gut für euer Team, wenn ihr ziemlich billig seid und dann richtig gute Arbeit leistet. Und das wäre natürlich schön. Gut, was passiert denn jetzt zum Beispiel, wenn die Auktion stattgefunden hat und die ganzen Spiele gekauft wurden? Dann wird es vermutlich so sein, die Manager werden dann vermutlich eine Skype-Konversation oder das im Visa-Bot regeln, euch dann einfach einladen und dann werdet ihr mal drüber reden, was ihr genau spielen wollt, und die Manager werden dann jede Runde einen Plan präsentieren, wer genau in welchem Tier kämpft. Und dann kämpft ihr jede Woche gegen ein anderes Team, und wenn ihr aufgestellt werdet, dann gut, wenn nicht und ihr unbedingt aufgestellt werden wollt, müsst ihr wie gesagt mit eurem Manager reden, und dann, denke ich mal, ist es das dann mit der NPL. Noch etwas anderes, falls ihr dann mal wirklich wissen wollt, was passiert aktuell mit der NPL, es gibt außerdem noch einen Ankündigungsthread, wo ihr nicht posten könnt, da kann nur die Leitung posten, die aus Mazari, Melevis und Hassi besteht. Und hier stehen immer aktuelle Änderungen zur NPL oder administrative Entscheidungen, je nachdem, was es gerade ansteht. Und das solltet ihr auch einfach mal checken, so, keine Ahnung, jede paar Tage, einfach um zu sehen, was gerade so passiert. Gut, das wäre es dann eigentlich mit der NPL. Falls ihr dann noch irgendwas schreiben wollt dazu, es gibt auch noch hier in den Regelinformationen einen geöffneten Thread, da kann man dann alles mögliche reinposten. Bitte seid mal zivilisiert, weil dann könnte es sein, dass es gelöscht wird, und ihr wollt natürlich nicht, dass ihr Konsequenzen nachher für euer weiteres Team habt. Oder ihr wollt natürlich gekauft werden, also denke ich mal, sollte man einfach da ein bisschen zivilisierter sein. Aber gut, das war dann das Video. Ich wünsche euch sehr viel Spaß bei der NPL. Ich werde selber Manager machen, das wird das erste Mal für mich sein, und ja, ich hoffe einfach, dass es eine schöne Zeit wird. Dann verabschiede ich mich, ich war Full Life Games, bis dann und ciao.